So, hallo, ich habe heute mal was ganz Besonderes. Ich habe einen Auftrag bekommen. Ich habe einen Auftrag bekommen vom Landesinnungsverband des Bayerischen Friseurhandwerks. Die haben ein Archiv und dieses Archiv besteht aus lauter alten Büchern, wie beispielsweise die Süddeutsche Friseurpost, hier aus dem Jahre 1926. Und meine Aufgabe ist es, dieses Ding zu scannen, weil das Zeug gibt ein bisschen, riecht ein bisschen und wir wollen es der Nachwelt erhalten. Das Copyright ist mittlerweile verfallen, also können wir es den Leuten zugänglich machen, dieses Archiv. Und es ist wunderbar, was da so drin steht. Bisher war das Problem, ich habe das mit dem iPhone abgescannt und fotografiert, es war ein Gemurkse. Jetzt habe ich eine deutlich bessere Lösung. Die deutlich bessere Lösung kommt von Fujitsu. Und zwar der Scan Snap SV600. Sieht im Grunde so aus, wird geliefert in einer großen Kiste. Es ist dieses Teil dabei, es ist so eine Mappe dabei, die auf dem Tisch ausgebreitet liegt. Strom, USB, es wird USB an den Rechner angeschlossen, hier in dem Fall ein Mac. Und meine Frau hat einen wunderbaren Satz gesagt: Wer einen Tageslichtprojektor in der alten Schulzeit bedienen konnte, kann das Ding auch bedienen. Ich will euch das mal ganz kurz zeigen. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich nehme jetzt mal hier die erste Seite, lege diese Seite an. Er kann bis zu DIN A3 scannen. Problem ist, das ist größer als DIN A3, also muss ich Einzelseiten scannen. Also hier mal vom Fasching 1926 steht vor der Tür. Okay, probieren das einfach aus. Installiert. Die Software ist installiert und ich drücke wie immer einfach mal den Start. Das Ding wird gescannt, das war es gewesen. Hier hat sich dieser Kopf gescannt und hier seht ihr, jetzt rutsche ich mal rüber. Die Vorschau ist da. Ich will jetzt Scan beenden, weil das haben wir. Gut, jetzt sagt hier zwischen flachem Dokument, also ein einzelnes Blatt, oder Doppelseite, Dokument, Buch, Zeitschrift. Wir haben ja eindeutig ein Buch, eine Zeitschrift. Also gehe ich da drauf. Jawohl. Seite 1, Seite 2. Jetzt sage ich mal, prüfen und korrigieren, weil so ganz toll sieht es ja noch nicht aus. Was hier übrigens so pfeift, ist ein Wellensittich. Also jetzt nicht wundern, was hier so piepst die ganze Zeit. Also, dann nehmen wir mal die Mitte. Hier, wir legen die Sachen an. Jetzt ist so diese Korrekturgeschichten. Er scannt übrigens als PDF oder JPEG oder halt was wir halt brauchen. Ich nehme jetzt natürlich das PDF, weil für mich das PDF das optimale Format ist. Also habe ich jetzt hier die Seite mal richtig eingerichtet. Es ist total verzerrt, der Text ist verzerrt. Aber wir haben angeklickt, verzerrten Text korrigieren. Und das mache ich jetzt. Und übernehmen mal. Und ausgewählte Seite und los geht's. Und er braucht ein paar Sekunden, Buchbilder werden korrigiert. Und, oh Wunder, schaut euch mal das Ergebnis an. Also echt wirklich gut. Ich gehe jetzt mal näher ran. Passt einwandfrei, so wie es sein muss. Er hat die zweite Seite, hier seht ihr auch noch gescannt. Die brauche ich nicht, die schmeiße ich dann nachher im Acrobat weg. Also im Grunde idiotensicher, sage ich mal. Bildauflösung passt auch einigermaßen. Also kann man überhaupt nichts sagen. Ich speichere das jetzt mal. Ich habe einen gewissen Ordner. Kommt hier die Oberfläche von ScanSnap Canva, da gibt es verschiedene Workflows. Ich nehme jetzt den Workflow ganz banal. Ich scanne es in ein Dokument rein, in einen Ordner rein, habe das hier drin und zack, ist es fertig. Ich zeige euch noch mal kurz die Einstellungen, die es gibt für den Scanner. Also, auch das ist altbekannt. Wir haben jetzt den Scanner SV600. Wir haben den Scan-Modus, das finde ich ganz gut, Auflösung, jawohl, Farberkennung, Simple Scan, einseitig, geht ja nur einseitig, weil wir keine Doppelseiten, in dem also keine Vorder- und Rückseiten haben. Später Dokumenttyp, okay, das habe ich jetzt später ausgewählt, war bei mir ja die Buchseite, Erkennung, Maximum, Dateigröße, das halte ich für wichtig, ich nehme in der Regel immer, jetzt habe ich hier in dem Ding eine kleine Dateigröße gemacht. Ich nehme jetzt künftig immer die große Dateigröße, weil wir wissen ja, runterrechnen geht immer. Tipp mal auf Übernehmen, drücken wir auf Bildqualität, jawohl, passt alles. Kleine Datei wollen wir nicht, wir wollen eine hohe Datei. Also, ganz normal, Anwendung, wie es sein muss. Und ich muss zugeben, wieder mal hat sich das bewährt. Ich werde es meinen Kunden empfehlen. Ich habe einige Kunden, die sehr daran interessiert sind und ja,
Ich habe jetzt das große Problem, ich muss mal unser Ding anschaffen, weil schaut euch mal dieses tolle Buch an, eben vom Landesinnungsverband aus dem Jahre 1926. Da ist ein ganzer Wand voll von diesen Büchern. Die sind jetzt zu scannen. Das ist also immer eine wunderbare Monatsaufgabe. Immer abends 2-3 Seiten und ja, irgendwann ist es gescannt und es kann dann in den Keller und ich gehe ins eurem Haus, wenn das durch ist. Also, danke und klare Empfehlung zum Scannen SV 600.